Menschen, die unsicher wirken, neigen dazu, sich an- und abzumoderieren. Zum Beispiel, indem sie so etwas sagen. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz was sagen, also einfach nur einwerfen, so als Idee. Also wir müssen das dann auch nicht umsetzen. Ich wollte das nur einfach mal ganz kurz einbringen und, ja, wir können ja einfach, also ich sag's jetzt einfach mal. Und dann sagen sie das, was sie sagen möchten und moderieren sich dann aber auch wieder ab, indem sie sagen... Ja, also wie gesagt, das war nur eine Idee, wir müssen das wirklich nicht umsetzen, aber ich dachte, ich bringe dich einfach auch mal ein, wir hatten jetzt hier ein paar Wortmeldungen und ich dachte einfach mal kurz, dass ich, also dass ich mich ganz kurz nochmal einbringe mit dieser Idee. Also ich weiß nicht, ob man das überhaupt umsetzen kann und ob das eine gute Idee ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich dachte, ich sag das einfach. Das ist eins von vielen Anzeichen, dass Menschen unsicher sind. Darum geht es in der aktuellen Podcast-Folge. Unsicherheit in der Kommunikation. So wirkst du unsicher und so vermeidest du auch, unsicher zu wirken. Das hat auch ganz, ganz viel mit den Stresshormonen zu tun. Viel mehr erfährst du dann im Podcast.